Adelaides Geheimnis ist eingeschlossen in den Paketen, aufbewahrt in der Truhe, die auf dem Kleiderschrank vergessen worden ist. Wie soll ich das Durcheinander in der Wohnung ertragen? Ich bin immer ordentlich gewesen, darin habe ich mich auch mit Adelaide verstanden. Jedes Ding auf seinem Platz, nicht verstreut. Wenn mein Neffe als Kind das Wochenende bei uns verbrachte, wurde ich fast verrückt, rannte immer hinter ihm her. Er zerriss Papier, ich hob die Schnipsel auf. Er ließ Kaugummi auf dem Teppich liegen, nahm Spielsachen auseinander, zerwühlte die Bettücher und verstreute die Bleistifte auf dem Boden. Ich konnte die Unordnung nicht ertragen, auch wenn Adelaide mir sagte, lass den Jungen in Frieden, wenn er weg ist, räumen wir alles auf. Mir wird klar, dass ich kaum mit ihm gespielt habe, weil ich die Wohnung in Ordnung halten wollte. Und jetzt haben die Leute hier dieses Chaos fabriziert. Ein Hauptquartier nach ihrer Art und ihrem Geschmack aufgeschlagen, ganz gleich, ob es mir passt oder nicht. Ich merke, dass ich nicht für sie zähle. Sie rechnen mich nicht ein. Ich habe Hunger. Die Küche widert mich an. Der Tisch steht voll mit offenen Büchsen und Essensresten. Wenn sie wenigstens nicht solche Schweine wären, schließlich leben sie bei mir, dann könnte es hier auch sauberer sein. Hört ihr mich? Einer hängt dauernd am Radio, der andere ist Konfekt. Der dritte ist undurchsichtig, trischt lauter Phrasen. Ich habe das Gefühl für die Zeit verloren. Bin unruhig, will eine Uhr und weiß nicht wofür. Vielleicht, weil es Zeit zum Essen ist. Ich habe schlechte Angewohnheiten. Die kann ich nicht einfach ablegen. Wenn ich nicht pünktlich esse, bekomme ich Kopfschmerzen. Passe ich nicht auf, verwandelt sie sich in Migräne, dann muss ich den Tag im Dunkeln verbringen. Mein Tag war genau eingeteilt. Damit ließ ich ruhig leben. Kaffee, Bus, Arbeit, Mittagessen, Fahrt, zu Hause, Adelaide, Fernsehen, Nachrichten, Schlafen. Alles hat sich aufgelöst. Ich komme mir verloren vor. Suche Zuflucht bei der Uhr. Gibt's was zu essen? Was? Gibt's was zu essen? Sie müssen schreien, ich kann kaum was verstehen. Ich will essen! 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 In der Pfanne da auf dem Herd gibt's Spiegelei. Kalt, wenn es dir nichts ausmacht. Doch, es macht mir was aus. Das Spiegelei macht mir was aus. Was? Ich mag keine Spiegeleier. Lauter. Ich mag keine Spiegeleier. Ich verabscheue künstliche Eier. Ah, ja, ich weiß, verstehe. Ei ist gut. Sogar die da. Sie schmecken nach Plaste und die Nabelschnur ist ziemlich merkwürdig. Was? Also ich werde hier in der Küche doch nicht wie ein Blöder herumschreien. Der Typ ist nicht taub. Nein, keineswegs. Er ist blöd. Und ich hier diskutiere hier mit ihm über Eier. Bin wohl auch noch ganz blöd. Unerträglich. Und zu guter Letzt werde ich noch Spiegelei aus künstlichen Eiern essen. Warum magst du das denn nicht? Darum. Was für ein Luxus. Wenn du so gelebt hättest wie ich, jahrelang ohne Ei, wirklich jahrelang, dann würdest du ja nicht so gucken wie jemand, dem es nicht geschmeckt hat, ohne dass er überhaupt etwas gegessen hat. Als ich in deine Wohnung kam und den Kühlschrank voller Eier fand, bin ich bald verrückt geworden, ehrlich. Bin durchgedreht, mir wurde ganz anders. Ein Ei ist sowas Gutes, ich kann dir gar nicht sagen, wie gut. Das letzte Ei habe ich gesehen, bevor ich hierher kam, im Kühlschrank vom Versorgungsraum in der Firma, wo ich gearbeitet habe. Ich durfte wirklich nicht, streng verboten, die Küche zu betreten, aber mein Chef hat mich geschickt, ein großes Messer zu holen. Ich ging rein, kein Koch war da. Ich sah mich um, öffnete den Kühlschrank und bin durchgedreht, aber was wirklich, was ich gesehen habe, was meinst du, rate mal. Ein Ei, was, ein Ei, geraten, richtig, sieh mal einer an. Da war es ein tolles, riesiges Ei, es glänzte sogar und da kam der Koch. Ich war wie betäubt und habe gefragt, wem gehört dieses Ei? Dem Superintendenten. Und wie habt ihr ein Ei besorgt, wo es gar keine Hühner mehr gibt? Fragt den Superintendenten, der ist mit einer Schachtel angekommen. Mit einer Schachtel, das heißt eine ganze Menge Eier und hat sie nicht mit der Belegschaft geteilt? Mit der Belegschaft? Du bist wohl bekloppt, was? Für die Belegschaft gibt's den Fraß. Es gab sogar einen komischen Zwischenfall wegen diesem Ei da. Sie haben einen Landarbeiter fertig gemacht, weil sie ihn erwischt haben, dass er versuchte, das Ei zu stehlen. Also mach schon die Tür zu und komm ja nicht näher. Und keine Sorge, ich habe gehört, dass es im anderen Lager gutes Essen geben soll. Die Besitzer von diesem Hügel hier sind knauserig wie sonst was.
Sobald das hier zu Ende ist, an einen Klotz vom Berg ran. Hast du dafür Töne? Ich fand das ziemlich unmöglich, deinem Kühlschrank ein Ei zur Schau zu stellen. Wirklich unmöglich. Denn die Arbeiter, die kriegten nur Sojafleisch, Sojahuhn, Sojamilch und zu allem Übel war das Soja aus dem Labor. Ich weiß nicht, welcher Unglücksmensch dieses Essen erfunden hat. Wenn sie es nicht erfunden hätten, wärst du schon lange tot. Können sie nicht wenigstens Geschmack beigeben? Schließlich riecht es ja auch, und zwar ganz gut, genau wie in meiner Kindheit. Wer Geruch herstellt, fabriziert auch Geschmack, oder nicht? Also was hast du gearbeitet? Ach, das ist lange her. Ich bin schon seit mehr als 10 Jahren arbeitslos. Meine letzte Stelle hatte ich, als ich das Ei sah. Eine riesige Planierfirma, wirklich riesig, hat Spaß gemacht, für sie zu arbeiten. Die hatten vielleicht Riesenmaschinen. Mensch, das lohnte sich echt. Die haben die Erde gefressen, das war eine Wucht. Die haben die Hügel nur so verschlungen, für die gab es keinen Berg. Es machte echt Spaß, eine von diesen Mordsmaschinen zu fahren. Alles hydraulisch, ganz leicht. Man brauchte nur die Hebel in Bewegung zu setzen. Dann riss sie alles um, schleifte alles mit und füllte die Lastwagen mit Erde. Ich habe ja die 12 Jahre mit der Maschine gearbeitet. Man bekam richtig Angst, wenn man in eins von diesen Viechern stieg. Ganz aus gelbem Eisen. Ein Riesenmonster aus Schaufeln und Raupen. Keiner konnte dagegen an. Ich habe alles gemacht, lag alles wirklich in meiner Hand. Kannst du dir vorstellen, wie so eine Maschine einen zu einem mächtigen Kerl macht? Keiner konnte es mit mir aufnehmen, wirklich keiner. Am Anfang hatte ich Angst, dann habe ich mich eingewöhnt. Und sie und ich, wir wurden dicke Freunde. Ich kletterte hinein und schrie, los, jetzt fressen wir die Hügel, denn es war meine Aufgabe, die Hügel abzutragen. Ich weiß nicht einmal, wie viele ich eingeebnet habe. Ich glaube, einmal habe ich einen ganzen Staat in der Nähe von Maranjau eingeebnet. Kennen Sie Maranjau? Das war ein Job, mein Lieber. Dauerte 1 Jahr. 300 Maschinen haben felsiges Gebirge eingeebnet und Täler aufgefüllt, die wie Höllenschlünde aussahen. Ich habe Steine, Erde und Büsche an einer Stelle abgetragen, woanders aufgeschüttet. Der Berg wurde kleiner und die Vertiefung flacher, bis alles eine Ebene war. Da blieb dann nur noch dieses schöne, riesige Feld aus roter Erde. Oder wenn sie weiß war, wirkte sie wie ein endloser Strand. Ich weiß nicht, was sie mit dem Gelände vorhatten. Die einen sagten, sie wollten neue Städte bauen und die anderen, es sollten Plantagen hinkommen. Hast du vielleicht schon mal gehört, dass man Land einebnet für Plantagen? Ich nicht, wirklich noch nie. Ich finde das ziemlich blödsinnig. Weißt du, was mein Chef immer gesagt hat? Der war ganz verrückt nach dieser Arbeit, wirklich verrückt. Wenn wir ankamen, war der schon auf seinen Posten. Wenn wir gingen, blieb der noch knallhart. Er träumte davon, ganz Brasilien zu planieren. Dann, sagte er, wäre es das ebenste Land der Welt. Es lohnte sich, Geld dafür auszugeben und das ganze Land einzuebnen. Dann könnte man viel Geld für den Bau von Straßen, Eisenbahnen, Pisten, was immer auch, einsparen. Also ich weiß nicht, aber diese Firma, die haben da so viel Land flach gemacht. Also wenn man die gelassen hätte, dann wäre das Land jetzt ganz anders. Also sag doch mal, aber ehrlich, meinst du nicht, es wäre besser für Brasilien? So viel Ersparnis bei Asphalt und Zement ohne diese ganze Auf und Ab, ohne Erdaufschüttung, Brücken, Viadukte, nicht wahr? Die Menschen würden weniger ermüden, alle Städte wären flach, ganz gerade, ohne steile Straßen. Wie viel Energie man sparen könnte, ja, das hat mein Chef immer gesagt und ich habe ihm recht gegeben, der war in Ordnung. Findest du nicht auch? Siehst du, wir haben 2 oder 3 Flüsse in Rohre gesteckt. Einer davon war ein ganz schönes Flüsschen, aber wir haben das Ding gezähmt. Eine tolle Abdeckung gebaut, ganz aus Zement, riesig, wirklich riesig. Ein Kahn ist unten drin geblieben. Man konnte den Krach durch die Luftschächte hören, als ob er wütend wäre, weil er da so gefangen war. Aber man konnte doch nicht so viel Platz über dem Fluss verlieren, nicht? Das hat mir jedenfalls der Chef erklärt. Der war nicht nur der Chef, der war dazu geboren, dem gehörte die ganze Firma, der hatte wirklich Köpfchen und kümmerte sich um alles. Ganz prima, der hing so an den Maschinen. Wenn einer von den Arbeitern nicht gut damit umging, konnte er aber was erleben. Er wurde bestraft oder suspendiert oder entlassen, ja sogar verprügelt, jawohl. Da gab es so ein paar Gringo-Typen, die konnten die Angestellten ganz schön verprügeln. Oh ja, der legte aber los. Alles wegen einem Ei, das er vor 10 Jahren im Kühlschrank gesehen hat. Wie kann ich den bloß anhalten? Ich habe Hunger, werde mir etwas zu essen organisieren, eine von diesen Büchsen nehmen, von denen das Zimmer voll steht. Ich habe Lust auf einen Palmherzensalat mit Tomaten und Kopfsalat und ein bisschen gegrilltes Fleisch. Ich will mal ins kleine Zimmer gehen und nach dem Barbier sehen. Womöglich stinkt er schon. Er zersetzt sich bei der Hitze bestimmt schon. Am besten sollte man ihn den nächtlichen Einsammlern übergeben. Das Problem ist nur, den Tod durch Erstechen zu erklären. Sie werden die Zivilitäre rufen und die notwendige Untersuchung einleiten. Was soll's?
Die Leiche stört mich. Ich würde sie gern schnell loswerden. Niemand hat gern Leichen um sich. Weder in der Nähe noch weiter weg. Obendrein jemand, den man gekannt hat, der in demselben Haus gelebt hat, und dann entdeckt man, dass er ermordet worden ist. Allerdings war der Barbier ein unangenehmer Kerl. Es ist eigentlich nicht wegen der Leiche, aber dem Gedanken, dass einer von diesen Männern ein Mörder ist, bei dem Gedanken läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Aber warum gerade der Barbier? Ein lästiger Mensch, weiter nichts. Er war nur lästig mit seinen Bitten, immer wollte er ein Privileg aushandeln, überall etwas abhaben. Alle wollen das, es ist die einzige Möglichkeit zu überleben. Wir leben in einer Scharade, wer sie löst, gewinnt ein Anrecht. Man muss eine Möglichkeit finden, das System zu durchlöchern, eine Bresche schlagen. Nichts ist erlaubt, alles wird geduldet. Diese Formel wurde angewendet, damit das Land nicht aus den Fugen gerät. Eine Notlösung heißt es. Wir leben seit 10 Jahren damit, mehr oder weniger, ich weiß nicht. Ich habe Adelaide abgeschrieben. Zähle die Stunden nicht mehr, bin weit entfernt von den Grenzen der Zeit. Alles hat sich in der ungleichgewichtigen Summe von Tagen und Wochen, von Stunden und Monaten aufgelöst. Die Barrieren sind gesprengt. Distriktzugänge halten uns fest. Oh ja, alles musste organisiert werden, damit das Leben normal weitergehen konnte und das Chaos sich nicht ausbreitete. Was für eine Vorstellung Sie wohl vom Chaos haben, würde ich gern wissen. Ich muss darüber nachdenken, wieder einen klaren Kopf gewinnen. Vielleicht mit Tadeo Pereira diskutieren, einem klar denkenden Menschen. Das Ziel ist eindeutig. Die Teilungslinie eliminieren, die die Zeit anzeigt und uns gleichzeitig enge Grenzen setzen, unseren Bewegungsspielraum einschränken. Genau da liegt ein subtiles Verwirrungsspiel und es erklärt die Aufteilung, die sich in unseren Köpfen fortsetzt. Hey, du hörst ja nicht mehr zu! Ich habe Hunger. Das Beste habe ich dir noch nicht erzählt. Später. Ich weiß nicht, ob ich später noch Lust dazu habe. Ich weiß, ob ich jetzt Lust habe, es zu hören. Blöder alter Kerl. Na und? Ich will dir von den Staudämmen erzählen, an denen ich mitgearbeitet habe. Wirklich toll. Wir haben fast alle Flüsse in diesem Land dicht gemacht. Wir haben Seen ausgebaggert. Die waren groß wie ein Meer. Ich stehe mit dem Rücken zu ihm und er nervt mich weiter. Ich verlasse die Küche mit einem Würstchen auf einem Brot von merkwürdiger brauner Farbe, das trügerisch weich ist. Jedes Mal, wenn ich belegte Brote kaue, verrutscht meine Brücke. Ein Glück, dass es nicht so schlecht schmeckt und nach frischem Brot duftet. Künstlich, aber es schmeckt. Ich gehe ins Zimmer. Ich wollte das Bett heraustragen. Es nimmt so viel Platz weg. Ich kann auf einem Sofa schlafen, kann einen Schlafsack besorgen. Ich betrachte die Truhe auf dem Kleiderschrank, sehe hinauf, weiß nicht einmal warum, automatisch. Die Korbtruhe ist schon ganz dunkel. Ah, sie steht hier und nicht im Dienstmädchenzimmer. Unberührte alte Truhe. Ich fühle mich wie sie, vollgestopft. Wozu dient das eigentlich, was ich da alles in mir aufgehäuft habe? Um das zu erfahren, müsste man es herausnehmen, ansehen, das Unnütze in den Müll werfen. Aber wenn das Gerümpel aus so vielen Jahren ist und niemals zu etwas gedient hat, wozu sollte es denn jetzt gut sein? Ich habe meine Zweifel. Altes Gerümpel verbrennt man, es nimmt nur Platz weg. Ich kann Adelaides Truhe öffnen und sehen, was darin ist, warum sie so geheimnisvoll damit umgegangen ist. Nicht, dass es verboten wäre. Nur einmal hat sie zu mir gesagt, das sind meine Sachen und es wäre mir lieber, wenn du nicht dran gehst. Ich gehorchte. Warum auch nicht? Als ich auf den Stuhl steige, treffe ich eine Entscheidung. Kalt und ruhig.
Ich beschließe, die ganze Wohnung auszumisten. Die Wände leer zu machen, Schränke auszuräumen, zwei Anwesenheiten auszulöschen. Gleichzeitig erkenne ich, dass es Adelaide gegenüber nicht aufrichtig wäre, wenn ich ihre geheime Truhe öffnete. Öffnen wozu? Was kann ich in diesen Paketen aus Packpapier entdecken? Briefe an einen Liebhaber? Ein Tagebuch? Alte Fotografien? Was nützt es denn, in Adelaides Vergangenheit einzudringen, wenn sie selbst Vergangenheit ist? In Ruhe lassen, was zurückliegt. Wenn ich sie wiederfände, wäre das etwas ganz anderes. Wenn es noch eine Möglichkeit gäbe, natürlich eine wirkliche Begegnung. Da war ich nun jahrelang von Johannisbeerduft umgeben, während das wirkliche Leben sich um uns herum abspielte. Alles Mögliche geschah und verwandelte sich, und ich habe immer nur auf den Abend und den Johannisbeerduft gewartet. Damals dachte ich, das Leben setzte sich aus Kleinigkeiten zusammen. Ein Flickenteppich, ein Puzzle, Mosaiksteinchen, die zusammengefügt einen Fußboden ergaben. Ich habe nie die Fähigkeit besessen, die Welt als ein Ganzes in einem umfassenden Sinn zu begreifen. Ich habe nur immer Stücke, Momente, Teilchen und Augenblicke gesammelt. Und was kam schließlich dabei heraus? Als ich mein Leben ordnete, fehlten wesentliche Elemente. In meiner Illusion gab ich das Lebenswichtige auf. Zwischen dem Johannisbeerduft abends und den Händen, die Klavier spielen, zog ich die Johannisbeere vor. Ein schrecklicher Irrtum. Wäre ich wach geblieben, hätte ich vielleicht etwas später ihren wirklichen Atem riechen können. Den menschlichen Geruch, der nicht durch eine künstliche Pille, die man in einer Apotheke kauft, hergestellt wird. Ich habe mit der Verzerrung gelebt und sie für die Wirklichkeit gehalten. Wir haben sowieso schon die Vorstellung vom Wirklichen verloren. Ich will mich nicht rechtfertigen. Nur, ich habe das Recht, zuzugestehen, dass ich verwirrt bin, mich nicht auf Bezugspunkte stützen kann. Wahnvorstellungen. Ich überlege unentwegt, ersticke. Meine Füße sind geschwollen. Nie habe ich geschwollene Füße gehabt. Und von gestern auf heute passen meine Schuhe nicht mehr. Sie drücken. Ich überlege, ob ich das Recht habe, die Truhe zu öffnen. Man braucht nur den Deckel zu heben und die Pakete herauszunehmen. Aber so einfach ist das nicht. Es geht nicht darum, ob Adelaide zurückkehrt oder nicht. Es gab eine Abmachung zwischen uns und die wird weiter bestehen. Ein Minimum an Loyalität. Die Truhe zerstören, aber nicht hineinsehen. Wie oft bin ich auf den Stuhl gestiegen und habe die bräunlichen Pakete, die sie mir gab, ordentlich aufgestapelt. Die Anweisungen waren ganz präzise. Diese Seite nach oben, das Band nach links. Warum wohl? Die Truhe roch nach Mottenpulver. Jeden Monat sahen wir alles nach Ratten und Küchenschaben durch. Sie gab mir das Paket und sah mich dabei an. Wenn etwas an ihr schön war, dann ihre Art, mich anzusehen. Voller Dankbarkeit. Ihre Augen, etwas gesenkt, sahen alles. Sie wirkte schüchtern. An jener Theke, wo ich das Johannisbeeraroma verschüttet hatte, gefiel sie mir wegen ihrer Art, einen anzusehen. Ich habe immer Angst gehabt vor Leuten, die mir direkt ins Gesicht sahen.
Sie zwingen einen, sie auch anzuschauen. Schon als Kind verlor ich immer im Spiel nicht lachen. Als ich sah, dass sie mich von unten anblickte, mich unbemerkt beobachtet hatte, verliebte ich mich in sie. Man mag denken, dass ich nicht ganz richtig im Kopf bin. Aber schließlich ist es der einzige Kopf, den ich habe. Besser bleibt er sitzen, schön fest auf dem Hals und denkt seine Gedanken. Komisch. Mein Leben mit Adelaide wird von einer Reihe von Ritualen bestimmt. Ich fühle, wie sehr wir an sie gebunden waren, sie aufrecht erhielten. Jetzt zum Beispiel fühle ich mich allein vor dieser Truhe. Nie habe ich daran gerührt, ohne dass Adelaide da unten neben mir stand und mir die Pakete gab. Wenn ich herunterstieg, strich ich ihr mit der Hand über die Schulter und wir gingen in die Küche. Als gingen wir zu einem Fest, eine Feier nach unserer Art. Wir waren abhängig, einer vom anderen, waren uns selbst genug. Es ging uns gut, selbst in der großen Stille, die uns hin und wieder einhüllte. In der Küche kochten wir uns einen schwarzen Tee, sie verabscheute Mate. Und Adelaide öffnete eine Keksdose. Die Dosen füllten ein Regal in der Küche. Jeden Tag backte sie neue Kuchen, Kekse, Plätzchen. Runde, rechteckige, sternförmige, quadratische, dreieckige, mit einem Loch in der Mitte, mit Puderzucker darauf, mit Gelee in der Mitte, mit Käse oder Quittengelee gefüllt. Jede Dose war sorgfältig versiegelt, damit die Kekse schön trocken und knusprig blieben. Sie wurden in einer bestimmten Reihenfolge aufgemacht. Wenn Besuch kam, was selten geschah, füllte sich der Tisch mit Keksen aller Art, die kunstvoll auf kleinen Tellern serviert wurden. Kaffee, Milch und schwarzer Tee. Als wir verlobt waren, wünschte sie sich ein Haus mit einem Holzherd. Seit ihrer Kindheit träumte sie davon, weil ihre Großmutter einen hatte, in dem immer ein Feuer brannte, die Platte heiß war und es im ganzen Haus nach Rauch und verbranntem Holz duftete. Was kostete es schon, Nostalgien zu befriedigen? Wie sie es wünschte, geschah es dann auch. Wir wohnten in einem kleinen Haus im Vorort, das immer wohlig warm war. Im Winter brauchte man nur alles zuzusperren und die Wärme in die Zimmer zu lassen. Man stelle sich diesen Wahnsinn vor, ein solcher Herd heute in dieser höllischen Hitze. Gekochtes und gebratenes Reis, schwarze Bohnen im Steintopf. Es schmeckte alles anders. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Man sollte sich nicht an solche Dinge erinnern. Aber es war schön. Es hatte auch seine Kehrseite. Feuerholz zu beschaffen wurde immer schwieriger. Unmöglich. Eines Tages gab es keins mehr. Als Kind auf dem Land sah ich jeden Tag den Mann mit seinem Feuerholz auf seinem Karren durch unsere Straßen kommen und das Holz in die Häuser bringen. Die Lager waren nicht weit, die Jungen spielten immer zwischen den Holzstapeln. Wir bauten Hütten und Verstecke. Wir klauten Holz für die Scheiterhaufen zum Johannisfest und zu St. Anton. Das war damals ein schwieriges Unterfangen, weil der Holzfäller die Ohren spitzte und sein Lager Tag und Nacht bewachte. Wir bildeten eine Gruppe, die ihn ablenken sollte, und eine andere, die durch den Zaun kroch und das Holz stibitzte. Dann lieferte der Wagen nur noch in größeren Abständen Holz. Das Lager war fast leer. Die Leute kauften elektrische Herde. Eines Tages tauchten Gasflaschen in der Stadt auf. Der Holzfäller verkaufte den Esel, den Karren und das Grundstück und zog fort. Letzteres diente nun als Lager für Baumaterial. Mein Vater, der sich im Geschäft mit Holz und Wald gut auskannte, sagte, als sie unseren Herd brachten,
Jetzt gibt es um die Stadt herum nur noch Weiden und Zuckerrohr. Bäume existieren nicht mehr, auch nicht mehr dieses rachitische Gestrüpp auf der Steppe. Das Holz kommt von immer weiter her und ist sehr teuer geworden. Adelaide gefiel es gar nicht, als wir nach 1,5 Jahren umziehen mussten. Es sollte ein Wohnsilo gebaut werden und rundherum wurde alles aufgekauft. Wir wurden unter Druck gesetzt, hielten aus. Die Unterhändler ebneten alles um uns herum ein. Nur unser Haus blieb allein in der Einöde stehen. Lastwagen und Maschinen zerstörten die Straße. Wasserwagen verwandelten alles in einen einzigen Schlamm. Schilder wurden angebracht. Entschuldigen Sie die Belästigung. Wir arbeiten für die Zukunft der Stadt. Nachts kamen Maschinen, um Steine zu zertrümmern, die tagsüber wie durch Zufall abgeladen worden waren. Dampframmen arbeiteten unaufhörlich, sinnlos die zuständigen Behörden anzurufen. Anrufbeantworter nahmen die Gespräche an. Riesige Scheinwerfer beleuchteten nachts die Baustelle, drangen bis in den hintersten Winkel des Hauses. Um Adelaide nicht ins Irrenhaus einliefern zu müssen, verkaufte ich alles. Es war nicht einmal ein Verkauf. Wir tauschten das Haus gegen diese Wohnung ein. Sie bedauerte, dass sie den Holzherd aufgeben musste. Wer weiß, vielleicht kann man ihn im Dienstmädchenzimmer aufstellen. Als gäbe es in den Wohnhäusern keine Gesetze, als unterlegen sie nicht einer ganzen Reihe von Einschränkungen und Auflagen. Ach, meine gute, naive Adelaide. Auch auf dem Gasherd backte sie weiter ihre Kuchen und Plätzchen, selbst als Weizen und andere Produkte künstlich hergestellt wurden. Es stimmt, wir schränkten die kleinen Annehmlichkeiten wegen des Gasverbrauches sehr ein. Nicht, dass es rationiert wurde, aber die Preise. Wer sollte das noch bezahlen? Die Lage besserte sich, als sie sich ein Herz fasste. Ganz einfach. Sie bat den Neffen um zusätzliche Marken. Und da er die kleinen Kuchen der Tante schätzte, brachte er sie gern. Nicht von ungefähr ist er ein kompetenter Militechner, der eine schön eingerichtete Wohnung hat. Wohnung? Sieh mal einer an, was mir da Merkwürdiges aufgeht. Ich kann es kaum glauben. Unmöglich.